Für den begehrtesten Junggesellen seiner Zeit, Schah Mohammed Reza Pahlevi, wird eine neue Frau gesucht. Die Wahl fällt auf Soraya Esfandiari. Sie ist wunderschön. Die 17-jährige Tochter eines persischen Fürsten und einer Deutschen. Auf einem Empfang nimmt Prinzessin Shams, die Schwester des Schahs, Soraya in Augenschein und beschließt, sie dem Schah vorzustellen. Ah, und hier? Mein Bruder. Zunächst bitte ich Sie nur mit nach Teheran zu kommen, um ihn kennenzulernen. Soraya nimmt die Einladung nur widerwillig an. Doch als sich Soraya und der Schah endlich gegenüberstehen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Während der Hochzeitsvorbereitungen erkrankt die junge Frau plötzlich schwer. Soraya. Ihr Leben ist in Gefahr. Ein geheimnisvolles Fieber fesselt sie ans Bett. Ich darf sie nicht verlieren. Ich habe sie doch gerade erst gefunden. Aus politischen Gründen kann die Hochzeit nicht verschoben werden. Auch wenn Soraya sich nur langsam von ihrer Krankheit erholt. Durch. An der Seite von Mohammed Reza Pahlevi wird sie Kaiserin von Persien. In den Flitterwochen erhält das Paar eine schreckliche Nachricht. Ministerpräsident Rasmara ist ermordet worden und der Schah muss um seinen Thron fürchten. Ich hoffe, dass dies nicht deine letzten Tage als Kaiserin sind. Was auch geschehen sollte, ich bleibe bei dir, Mohammed.